Migration wollten wir von den Menschen der Gemeinde lesen und hören. Wenn wir von Migration sprechen, sprechen wir von Bewegung, von Strömen, von Menschen, von Menschenströmen, von Begegnungen und Neuanfängen. Aber auch von migrationstypischen Fremdheitserfahrungen, Herausforderungen, sprachlichen Missverständnissen, Anpassungsfähigkeit, Ängsten und manchmal auch Verlusten, von Vermissen, von der Wiederfindung und Erfindung und einem Ort dazwischen, zwischen hier und da, gestern und morgen und heute, zwischen dem Ich und dem Ihr, das zu einem neuen Wir werden kann. Über Erinnerungen, Erfahrungen und Erzählungen nehmen wir euch heute mit durch Graben-Neudorf. Durch das Graben-Neudorf, das wir heute kennen, über Spuren von gestern und Hoffnungen für morgen. Alle auf die Fahrräder, es geht los! Unsere Gemeindebibliothek beherbergt. In unseren Recherchen zur ehemaligen Grenze zwischen Graben und Neudorf kam dieses Gebäude in Gesprächen als graue Zone vor. Man könne darüber diskutieren, ob das Gebäude einst in Graben oder Neudorf stand. Doch in dokumentarischen Recherchen zur Geschichte von Graben-Neudorf fanden wir Aufklärung. Der Bahnhof wurde auf Neudorfer Gemarken errichtet, weil es zunächst keine Zustimmung gab. Von Anfang an wurde jedoch von der Station Graben-Neudorf gesprochen. Dieses Gebäude ist allerdings gar nicht der allererste Bahnhof. Ein erstes Gebäude, ziemlich nahe an der südlichen Gemarkungsgrenze Neudorfs, wurde erst 1895 durch diesen Bau ersetzt. 1980 kam dann der weitere Neubau, wieder weiter nördlich, in die Richtung, wo auch bis heute einigermaßen auch als Bahnhof benutzt wird. Die Bauarbeiten für die Bahn nach Germersheim nordwestlich von Neudorf im Jahr 1909 wurden von italienischen Bauarbeitern ausgeführt. Das waren vermutlich die ersten sogenannten Gastarbeiter in der Neudorfer Gegend, von denen einige italienische Namen der Region zurückgeblieben sind. Und vielleicht fragen Sie sich mittlerweile, was haben eigentlich die Künstler mit dem Thema Migration zu tun? Wieso haben Sie sich dazu entschieden, darüber in unserer Gemeinde zu sprechen? Na gut. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen als Sohn zweier amerikanischer Eltern. Eigene Migrationserfahrung habe ich nicht, bin aber immer im kulturellen Feld zwischen hier und da groß geworden. Zu diesem Thema möchte ich eine Postkarte vorlesen, die ich selbst geschrieben habe. Luke hilft mir dabei, sie vorzulesen. Woher kommst du? Auf diese Frage bin ich gefasst, denke ich. Die habe ich schon tausendmal gehört. Ich bin in Wiesbaden aufgewachsen, bin dann mit meiner Familie im Alter von 10 Jahren nach Brasilien gezogen, kam im Jahr 2016 wieder nach Deutschland
habe damals für ein paar Jahre in Frankfurt am Main gelebt und war vor dem Umzug nach Grabenneudorf für ein Jahr in Brüssel. Aha, aber wohnst du in Graben oder in Neudorf? Okay, das hatte ich nicht erwartet. Ich wohne da beim Kanal. Was ist das denn? Da bei der Tankstelle? Ja, genau, die Straße runter. Ach, da wohnst du in Neudorf. Und was bedeutet das? Ja, nichts weiteres, halt nur, dass du in Neudorf wohnst. Ausschnitt aus einem für mich vorerst verwirrenden Gespräch, wie es tatsächlich stattfand. Als Postmigrantinnen mit und ohne Migrationserfahrung finden wir es wichtig, das Thema Migration aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Dazu gehört in diesem Projekt die Verdeutlichung von Migrationsbewegungen hinein und hinaus aus der Gemeinde Grabenneudorf über Jahrhunderte hinweg und die Auseinandersetzung mit Diskursen rund um das Thema. Migration kann viele Formen umfassen. Binnenmigration, also Migration innerhalb Deutschlands, Arbeitsmigration, Klimamigration, internationale Migration, freiwillige Migration und unfreiwillige, zum Beispiel fluchtbedingte Migration. You're gonna stay here? Bescheidenem Ausmaß angelegt. 1914 kam er an eine Firma namens Benzinger, die die Kiesausbeutung vornahm. Seit 1902 wurde Kies entnommen, bis in die 1960er wurde im See noch gebadet. In den 1970ern wurde beobachtet, dass die Selbstreinigungskräfte des Sees gestört sind. Es kam zur Vermehrung des Wasserpflanzenwachstums und der daraus folgenden Verschlammung mit Aussterben von etlichen Fisch- und Pflanzenarten. Und nun eine Verschnaufpause mit Wahrnehmungsübung. Blicken Sie über den See in die Ferne. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Grabenneudorf? Was macht Grabenneudorf für Sie besonders? Wir laden Sie dazu ein, sich ein Stadtboot entlang des Strandes zu gehen. Thank you.
von Neudorf bei Wiesenthal in Richtung Hambrücken stand einmal das römische Wartbachkastell. Das römische Kastell. Die Schätzung ist, dass 20 bis 14 Personen dort lebten. Wahrscheinlich von ca. 80 bis 300 Jahre nach Christus wurde es benutzt. Eine Römerstraße ganz in der Nähe des Kastells geht aus dem Raum Kirlach und verläuft exakt zwischen dem westlichen Ortsrand von Hambrücken und der Neudorfer Mühle in Richtung Bahnhof Graben-Neudorf und Industriegebiet von Graben. Der Weg geht wahrscheinlich auch an der SEW vorbei, vielleicht sogar dort, wo in Zukunft ein Tiefengeothermiekraftwerk entstehen soll. Wiederholt wurde berichtet, dass diese Römerstraße noch immer streckenweise nachzuweisen ist. Schwer im Dunkeln zu sehen. Obwohl der Straßenbau durch neue Siedlungen, aber auch durch den Einfluss der Forst- und Landwirtschaft die Trasse allmählich verschluckt zu werden scheint. So manche Person bewegt sich weiterhin, wenn auch unbewusst, dort, wo einst die römischen Kohorten, Siedler oder Kaufleute marschierten oder gefahren sind. Und zwar genau hier sehen Sie vielleicht eine kleine Erhebung. Von Weitem sieht man das, glaube ich, ein bisschen besser. Und wenn Sie dort hinten quasi ans Ende gehen, dann gibt es auch eine Stelle, wo man das richtig, richtig gut sehen kann. Die Römerstraße war in der Regel 5 bis 6 Meter breit. Erkennbar waren beiderseits der Trasse zahlreiche Gruben, aus denen das Material für Straßenkörper gewonnen worden war. Angedeutet zeigt sich abschnittweise, vor allem im Waldgebiet, eine etwa 1 Meter hohe Geländewelle. Halbrunde Eintiefungen weisen auf Straßengräben hin, die wiederholt eingestürzt waren. Wir blicken hier auf eine fast 2000 Jahre alte Verbindung. Diese Straße möchten wir als frühzeitiges Zeichen von potenziellen Migrationsbewegungen hinein und hinaus aus dem unmittelbaren Graben-Neudorfer Umfeld verstehen.